Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mit diesem Antrag legen wir einen umfassenden Ansatz für die Betrachtung von Kinder- und Jugendrechten vor in Nordrhein-Westfalen. Und es ist ein ehrlicher, der benennt, was erreicht wurde und beschreibt, was noch notwendig ist. Und die UN-Kinderrechtskonvention meint eben auch Jugendliche, wenn sie von Kindern spricht. Und wir betrachten die drei grundlegenden Elemente Beteiligung, Förderung und Schutz. Und das, was uns hier von CDU und FDP hier vorgetragen wurde, das war unwürdiges, substanzloses Wahlkampfgetöse. Das ist unerträglich. Frau Schulze-Vöcking ist leider schon wieder, ist sie schon wieder weg? Ja, nee, ist richtig, weil im Ausschuss Kinder, Jugend, Familie habe ich sie in den letzten 6 Jahren wirklich noch nie gesehen, noch nie gesehen. Und ich hätte der Kollegin sehr gerne gesagt, dass Kinderarmut und Jugendarmut, sie hat sicherlich viele Gesichter. Kinder- und Jugendarmut hat viele Gesichter, lieber Walter Kern. Aber Kinder- und Jugendarmut hat vor allem materielle Gestalt. Und wenn wir endlich regelfeste, armutsfeste Regelsätze für Kinder und Jugendliche hätten, wenn wir endlich im Bund eine Kindergrundsicherung hätten, dann wäre dem erheblich geholfen. Das ist Aufgabe des Bundes, und das ist das, was die CDU permanent verweigert. Genauso. Und da muss die CDU in den Ländern sich das noch mal anziehen. Die CDU hat über die Länder erwirkt, dass Hartz-IV-Familien das Kindergeld nicht zur Verfügung stellt. Das würde helfen, um Kinderarmut wirklich entgegenzuwirken. Und Herr Ten Humberg, Sie wissen, ich schätze Sie sehr, aber Sie haben da eben Ursache und Wirkung komplett auf den Kopf gestellt. Kinder- und Jugendrechte sind die Grundlage, um Kinder und Jugendliche zu stärken. Und wenn Sie die Begrifflichkeit des Ausschusses hier ansprechen, möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass das Ministerium Laschet den Begriff Jugend überhaupt nicht im Minister überhaupt nicht vorkam. Herr Laschet fühlte sich für Jugendliche nicht zuständig. Das war ein Schlag ins Gesicht der Jugendlichen. Und das bedauern wir sehr, und das haben wir umgehend geändert. Herr Hafke, ich kann auch Sie noch mal gerne erinnern, was Rot-Grün seit 2010 hier erreicht hat. Wir haben die Servicestelle Jugendbeteiligung beim LWL garantiert nicht aufgrund des Antrags der FDP eingerichtet, sondern weil es uns ein Herzensanliegen ist, dass Kommunen, dass Träger eine professionelle Ansprechstelle haben, die viel erreicht, die professionell beraten kann, beteiligen kann, begleiten kann, um Partizipationsprozesse vor Ort anzustoßen. Frau Hanses, Sie kommen zum Schluss. Ne? Oh, das wird jetzt knapp. Der Workshop unter Palmen war die Grundlage für den Kinder- und Jugendrat. Wir haben viel erreicht. CDU und FDP sollten sich einen Ruck geben, wenn es um das Wahlalter 16 geht. Das ist die originärste Form der Beteiligung. Das sollten Sie nennen. Wir haben die Beschwerdemöglichkeiten gestärkt, dass Kinder und Jugendliche sich beschweren können, wenn sie in Jugendhilfeeinrichtungen sind, mit der Ombudschaft NRW. Und das wollen wir kommunal auch stärken. Uns liegen die Kinder und Jugendlichen auch am Herzen, die bisher noch nicht erfasst sind. Und Kinder und Jugendliche haben Rechte. Diese wollen wir stärken und konkretisieren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.